Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute stelle ich nicht drei Homebrew-Spiele für den Gameboy vor, wie üblich, sondern ein besonderes. Und zwar Where is my Buddy? Und ihr seht hier schon die Besonderheit. Es ist ein Spiel, was physisch erschienen ist. Und zwar mit einer richtigen OVP auf einem Modul mit einem Handbuch. Und ich nenne es mal so salopp ein Deluxe Homebrew. Das Spiel kostet 49 Euro knapp, ist bei Greenboy Games zu bestellen. Die kommen aus Spanien, das heißt 49 Euro sind sogar inklusive Versand und Zollkosten müsst ihr da jetzt keine befürchten. Wenn ihr das allerdings gerne auf einem Emulator spielen wollt oder auf euren Everdrive, keine Sorge, an die ROM-Datei kommt hier nicht einfach so dran. Also der Entwickler sagt auch absichtlich, nein. Ihr könnt nicht einfach die ROM-Datei bei mir kaufen, weil ich habe es so entwickelt, dass es auf den Gameboy gespielt werden sollte. Wenn ihr die ROM-Datei allerdings haben wollt, dann könnt ihr euch das ganze Paket natürlich gerne bestellen und dem Entwickler dann eine E-Mail schreiben und der schickt euch dann die ROM-Datei. Bei mir hat das irgendwie 3, 4 Stunden gedauert, dann hat er schon geantwortet und ich hatte die Datei. In diesem Video möchte ich euch so einen kleinen Einblick machen. Was bekommt ihr alles in der physischen Version? Ich packe gleich mal die OVP mit euch zusammen aus, gehe mit euch durch, was da alles so dabei ist und zeige euch danach das Spiel. Es ist ein sehr sympathischer Entwickler. Ich habe mit dem so 2, 3 Worte mal gewechselt. Hat auch momentan als Vorbestellung ein weiteres Spiel im Angebot namens Shapeshifter. Das sieht verdammt interessant aus. Aber ich würde sagen, gucken wir uns mal, was hier alles drin ist. So sieht denn die Packung aus, wenn ihr sie bekommt. Ich finde das Coverart sehr gut gelungen. Ist natürlich hier in Anlehnung an die guten alten Original-OVPs mit diesen grauen Seitenstreifen. Ich lege mal hier so einen Vergleich, ein Original von damals. Das heißt, ihr seht, es ist auch dieselbe Größe und das kommt auch alles ungefähr hin. Wandert auch dann nachher auf jeden Fall in eine Schutzhülle. Das kann man dann natürlich dann auch sehr gut dann benutzen. Seitlich habt ihr dann natürlich den Titel, hinten einen kurzen Beschreibungstext mit ein paar Bildern. Sehr gut gelungen auf jeden Fall. Und wenn hier ein paar Fussel sind, dann liegt das an meiner Katze, die ich ja gerade zur Sommerzeit ordentlich Haare irgendwie verliert. Hinten drauf ist natürlich eine Beschreibung und ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Ich habe es selber noch nicht aufgemacht, sondern nur mit der ROM gespielt. Deswegen ist das jetzt hier ein ganz frisches Unboxing. Und wie ihr seht, habt ihr schön wie früher das Plastik-Inlay. Dann habt ihr in einen Case natürlich das Modul. Na, komm raus. Wirkt sehr hochwertig gemacht, fühlt sich gut an. Okay, das Plastik ist natürlich so ein bisschen anders als die anderen Originale. Aber das Label sieht sehr schön aus, wenn ihr das hier im Fokus sehen könnt. So, und ja, ist gut gemacht, ist natürlich auch kein originales Cartridge, da steht oben nur Game drauf, aber das war zu erwarten. Gucken wir gleich mal rein und im üblichen Format ist dann hier auch eine kleine Anleitung mit dabei. Ich blätter mal kurz durch, ist natürlich vollfarbig, also voll schwarz-grün und wird so ein bisschen beschrieben. Greenboy Games, was ist das alles? Die haben natürlich schon einige Releases auf den Weg gebracht. Das ist hier kurz zusammengefasst. Hier sieht man die entsprechende Steuerung, also im Prinzip alles, was man wissen möchte. Und da sieht man auch die verschiedenen Kapitel, ne? Also erstes hier, das werden wir dann gleich sehen, das ist Dr. Pentagons Laboratorium. Dann gibt es die Metro und die Stadt, wo es alles etwas komplizierter wird. Das sind die ganzen Gegenstände, die ihr denn einsammeln werdet. Also im Prinzip ist es ja so ein bisschen wie so eine alte Gameboy-Anleitung, habe ich jetzt aufgemacht. Finde ich sehr schön. Macht auch einen hochwertigen Eindruck, ist schön gemacht auf jeden Fall. Und natürlich packen wir es in den Gameboy rein. Na. Ich weiß, pusten soll man nicht machen. Ist immer so, ne? Wenn ich hier voll auf einer Kamera irgendein Modul reinstecke, ist es immer zuerst etwas grisselig. Aber wie ihr seht, startet es ganz normal hoch, ist natürlich wunderbar spielbar. Aber ich würde sagen, in das Spiel genauer gucken wir
jetzt rein. Also hier haben wir das Spiel und es sieht einfach fantastisch aus. Also ich finde die allgemeine Gestaltung sehr schön. Und wie das Cover es schon vermuten lässt, ist die Geschichte auch etwas kurios. Und zwar, es ist ein Adventure-Spiel. Also ihr müsst Gegenden erkunden und Sachen finden und entsprechend einsetzen. Und eure Aufgabe ist es, ihr seid eine abgeschlagene Hand. Ne? Und wir sehen gleich also den Anfang so ein bisschen. Und eure Aufgabe ist, wie schon der Titel es vermuten lässt, ihr müsst euren Körper wiederfinden. Und das machen wir auf folgende Art. Das Spiel ist auf Englisch, aber sagen wir es mal so, allzu textlastig ist es eigentlich nicht. Das heißt, auch mit rudimentären Englischkenntnissen solltet ihr damit eigentlich ganz gut zurechtkommen. Und das ist Dr. Pentagons Labor und er macht Experimente mit einer abgeschnittenen Hand, nämlich uns. Und die Hand ist jetzt aber lebendig und will seinen Körper finden. Ja, ne, das ist der gute Doktor, der werkelt da rum und wir können uns hier unten bewegen. Also steuerungsmäßig ist es eigentlich sehr simpel. Und der Doktor macht, was man nach so einem langen Tag macht, nämlich Feierabend. Das heißt, das ist unsere Chance, wir können hier ausbrechen. Ich werde euch nicht allzu viel von dem Spiel zeigen, da ich euch da jetzt nicht so viel spoilern will. Ich habe das Spiel durchgespielt, ich habe so ungefähr 75 Minuten gebraucht, wobei ich mich hier und da auch mal etwas blöd angestellt habe. Allerdings auch noch nicht alles gesehen habe. Es gibt so ein paar Easter Eggs in dem Spiel, womit ihr denn ja, durchs Erkunden was Tolles finden könnt. Ich habe auch noch nicht alle Locations gesehen. Ich habe es nur stupide durchgespielt. Aber ich denke mal, so 75 bis 80 Minuten Spielzeit sollte ungefähr drin sein. So, und jetzt laufen wir hier rum, nutzen das Steuerkreuz. Mit der Select-Taste haben wir hier unser Inventar. Aber keine Angst, so voll wie die ganzen Plätze es vermuten lassen, wird es eigentlich nie. Und wir laufen jetzt hier rum. Ne? Wir erkunden so ein bisschen jetzt das Labor. Was müssen wir machen? Wie gesagt, die Grafik finde ich einfach herrlich gemacht, auch die Musik. Die ist zwar hier am Anfang zugegebenerweise etwas eintönig, aber verbreitet eigentlich eine ganz gute Stimmung. Ihr lauft von Bildschirm zu Bildschirm und hier haben wir schon, irgendwie hören wir gerade ein Geräusch aus dem Luftschacht. Also gucken wir da mal rein und tada, es ist eine Maus. Hat die was zu sagen? Hallo, ich weiß, du suchst nach deinem Körper, sagt die Maus uns. Und ich gebe euch einen Hinweis, guck mal im Keller nach. Da ist ein Logbuch, guck da mal nach. Alles klar, dann haben wir jetzt hier ein Ziel und im Prinzip laufen alle Rätsel so ab. Ihr geht irgendwo hin, ihr findet eine Problemstellung, erkundet weiter die Locations und findet dann halt irgendeinen Gegenstand, mit dem ihr dann halt weiterkommt und ne, es geht halt immer so weiter. Wir sind jetzt hier dann auch zurückgekommen durch den Luftschacht und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Keller. Und zwar geht das nämlich hier logischerweise hier unten lang. Ist natürlich jetzt so, dass ich natürlich schon ungefähr weiß, wo es lang geht. Deswegen will ich das für euch jetzt nicht allzu sehr in die Länge strecken. Im Prinzip soll es ja wirklich nur dafür sein, dass ihr hier ungefähr einen Einblick bekommt. Und hier ist der Keller. So, was haben wir hier? Ihr könnt als Hand logischerweise auch nie irgendwie die Mauer hoch, ne? Weil ihr seid eine Hand. Außer natürlich hier so an bestimmten Sachen, sage ich mal, wie ein Regal, wo ihr euch irgendwie hochziehen könnt oder ähnliches. So, und da haben wir auch wirklich das Logbuch gefunden. Gucken wir mal rein. Und zwar sind da viele Namen von Körpern drin. Aber ein Name, der macht besonders aufmerksam. Und zwar Andy Handy. Handamputation muss ihm gehören, weil der Doktor hat anscheinend auch viele andere Geheimnisse und Versuche gemacht. Und das scheint wirklich die Handtransplantation zu sein. Und der Andy hat ein Spinntattoo auf seinen Arm. Okay, wir brauchen jetzt einen Spiegel, um zu gucken, ob wir hier auch wirklich auch ein Handtattoo auf unserer Hand haben. Weil logischerweise, wir sind eine Hand, wir können nicht gucken. Ne? Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir hier ein Spiegel haben. Und es gibt einen kleinen Tipp, ob wir das Rohr draußen mal nachgeguckt haben, ob da was drin ist. Wenn ihr hier grafische Glitches seht, ich spiele das natürlich mit dem Emulator.
Auf den Gameboy dürfte das nicht hinkommen. Aber im Gameboy habe ich halt leider keine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. So, und zack, wir haben einen Schlüssel. Den schnappen wir uns natürlich und gehen jetzt auf weitere Abenteuer. Und im Prinzip werdet ihr, wie gesagt, so von Location zu Location gelotst. Die Rätsel sind jetzt nie sehr anspruchsvoll. Es ist halt manchmal schon, dass ihr die entsprechenden Umgebungen entsprechend lesen müsst und dann halt entsprechend darauf reagieren müsst. Aber so läuft das und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wo der Schlüssel hinpasst. Und dafür gehen wir jetzt mal zurück ins Labor. Wie gesagt, hier an normalen Wänden könnt ihr nicht hoch, aber natürlich auch sowas wie Lüftungsschächten, ja. Aber die sind natürlich jetzt nicht alle mit irgendwelchen Ratten besetzt, logischerweise. Na, hier ist eine offene Tür. Da auch sehr schöne Porträts. Die Geschichte dieser Porträts, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Diesen Raum gibt es auch, soweit ich weiß, nicht großartig zu erkennen. Ich schätze mal, dass das wird Sachen von dem Entwickler sein, den er da eingebaut hat. Ne? Und mal gucken, ob der Schlüssel hier passt. Ah, nein, okay, wir brauchen hier eine Keykarte. Wissen wir schon, okay, müssen wir irgendwo anders her besorgen. Aber ich will es jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr habt einen ungefähren Eindruck von dem Spiel gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß dran und ich unterstütze auch gerne solche Projekte, dass es mir eigentlich auch wert war, dieses physische Modul mir zu kaufen. Ob das Spiel euren Geschmack trifft, kann ich euch jetzt nicht natürlich, müsst ja jeder für sich selber entscheiden. Ist halt ein schönes Adventure, hat hier und da so kleinere Schwächen, weil manchmal hier was nicht so lesbar ist. Ihr hört, die Musik ist hier und da relativ eintönig, aber es gibt natürlich noch viel mehr Locations und viel mehr zu entdecken. Ich hatte definitiv meinen Spaß an dem Spiel und vielleicht ist das auch was für euch. Wo ihr es bestellen könnt, habe ich euch unten natürlich in den Videobeschreibungen verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, und danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.